Willkommen zurück zu einer neuen Folge Lead Dangerous Beyond 2018 zusammen mit mir, Dangerous LP. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid und über alle die erzreichen Commanders, die das letzte Video bewertet und kommentiert haben. Unter anderem habe ich super hilfreiche Tipps bekommen in Bezug auf die letzte Folge, unter anderem von Andy Pro, wie immer, was die Qualität betrifft, vielen Dank dafür, und von Lars Richter zahlreiche Tipps, wie man bezüglich der ISP Explorer noch besser fahren kann. Und dementsprechend habe ich dann auch schon die Anpassungen am Schiff offscreen vorgenommen. Wir können uns das Ganze mal ganz kurz anschauen. Und zwar im Ausrüstungsdock natürlich. Ich habe jetzt all die kleinen Laser entfernt und habe die zwei großen Abbaulaser auf den mittleren Anhängungen praktisch Aufhängungen, Entschuldigung, ich komme gerade von der Arbeit und bin noch etwas lediert, drin gelassen sozusagen. Zudem haben wir dann unter Optional jetzt den 1A Drohnensteuerungserdsucher eingebaut und die 3A Steuerungssammeldrohnen, ja, die haben wir behalten. Leider gibt es auf der Station kein zweites Modul dieser Art, deswegen bleibt es bei einer. Und ja, Kraftwerk passt soweit noch. Die restlichen Anpassungen machen wir demnächst, wenn wir wieder ein bisschen mehr Kohle haben, sobald wir das Mining im Griff haben. Und soweit ist alles gut. Dann würde ich vorschlagen, schauen wir doch auch gleich in der Systemkarte, dass wir wieder zu Delka 7 fliegen. Zudem habe ich gelernt, dass die dunkleren Ringe metallreicher sind und mehr bringen anscheinend. Das werden wir natürlich in der Folge dann auch umsetzen. Und würde vorschlagen, dass wir dann auch gleich losfliegen. Auf geht's! Noch haben wir die ganze Energie auf dem Antrieb, so wie es sein muss. Und schon sind wir aus der Massensperre raus und legen los. Bin mal gespannt, ob wir dieses Mal eine bessere Ausbeute einfahren können. Ich habe mir jetzt auch die Metalle mal zusammengeschrieben, was bringt. Und dementsprechend hoffe ich mal, dass wir dann besser fahren. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, ob wir die Drohnen überhaupt drin haben. Naja, 11 ist jetzt nicht der Hammer. Auch ein bisschen weniger als 2/3 vom Frachtraum. Aber ich wollte jetzt nicht zu sehr recherchieren, bevor wir die Folge anfangen, weil sonst kommen wir nie dazu. Momentan ist relativ stressig bei mir und viel los, beruflich und auch privat. Meine Liebste hat gestern Geburtstag gehabt. Das ging natürlich deutlich vor, vorbereitungstechnisch. Aber durch die neue Internetleitung haben wir jetzt auch mehr Möglichkeiten, Sachen schneller abzuladen oder eben auch ab und zu mal einen Livestream einzuwerfen. Somit gibt es dann schon die 2-3 Uploads pro Woche, die hoffentlich dann auch ein bisschen länger dauern als 25 oder 30 Minuten. Zudem, wenn alles gut läuft, kann ich meinen Urlaub kommende Woche nachholen. Dann ist auch wieder mehr Zeit da, um neuen Content zu bringen. Und euer Feedback ist wie immer wertvoll. Das heißt, wenn ihr sagt, okay, das und das kannst du noch besser machen bei meinen, oder wir wollen mal wieder was anderes sehen oder mal was ganz Neues,
dann schreibt mir das bitte in die Kommentare. Werden wir natürlich absolut auch gerne nachholen. So, gleich sind wir da. Und dann geht's rund mit dem bunten Hund. Beziehungsweise mit den Asteroiden. Ich hoffe mal, dass uns die Piraten dieses Mal nicht wieder einen Chip versauen. Im Palladium Super Trip. Nee, Schmarrn. Werden wir wahrscheinlich nicht so schnell finden. Oder zumindest einsammeln. Und Platin genauso wenig. Aber wir sind ja noch am Anfang unserer Bergbaukarriere hier. So, wir nehmen dunklere Ringe, haben wir gesagt. Also steuern wir eher mal hier so die Richtung an. Was ist denn so mit diesem Mittelding? Der ist ganz dunkel. Ja, eigentlich mal interessant. Mal schauen, ob wir da reinkommen. Mit meinen Flugkünsten. Wir probieren's. Ohne Schaden diesmal, immerhin. Ups, das war jetzt nicht beabsichtigt. Ich wollte eigentlich nur die Waffen ausfahren. Achso, ein Licht soll ich anschalten. Ja, Moment mal, stopp. Stopp. Da muss ich nochmal ganz kurz in die Optionen gucken, weil das habe ich leider nicht auf dem Schirm. Wegen Licht. Sieht das wahrscheinlich? Scheinwerfer ist L. Okay, alles klar. Okay, das klang so nach Xenon-Scheinwerfer. Also irgendwo wird Licht da sein, hoffe ich mal. Andy Pro, wenn es nicht so ist, sag mir bitte Bescheid. Ich bin noch nie mit Licht geflogen. Oh oh, und schon geht's los. Aber wir haben, glaube ich, nichts, oder? Nee, außer die Drohnen haben wir nichts. Noch ein reicher Schnösel weniger? Hä? Prospect Limpet failed. Ich hab doch gar nichts an Bord. Programming Limpet Drone. Programming Limpet Drone. Programming Limpet Drone. Prospector Limpet engaged. So. Alles auf die Waffen. Also auf die Abbaulaser natürlich. Da wäre zumindest ein bisschen Gold drin. Ressourcen nicht zugewiesen. Gucken wir mal. Na ja gut, indeed. Will ich auch tatsächlich nicht sonderlich.
Können wir gleich mal gucken, ob wir das nicht wieder auf die Liste setzen können, weil Indeed ist natürlich ein Schmarrn. Achso, es ist Gold Indeed, naja. Naja gut, das bringt uns natürlich trotzdem was. Oh nee, jetzt schon. Das ist aber schnell. Ist aber schnell leer. Next. Mit dir, mein Hübscher. Oh, das sind sogar zwei. Kleiner Brocken noch, ne? Ist das Licht wirklich an? Ja, scheint so. Also Andy Pro, siehst du da jetzt einen großen Unterschied dazu, ob das jetzt wirklich in irgendeiner Form mehr Licht bringt? Ich kann das irgendwie so schwierig beurteilen. Wieder Gold Indeed. Naja, Gold ist ja ganz nett, aber das ist natürlich auf Dauer auch nicht das, was wir zu 100%ig brauchen. Ich glaube, da werden wir nochmal zwischendurch kurz landen müssen, um vielleicht noch ein bisschen mehr Drohnen einzupacken. Ups. Jetzt wird der andere gerade von den Sicherheitskräften attackiert, weil er uns bedroht hat vorhin. Haha. Wie Nelson von den Simpsons so schön sagen würde. Immer dieses blöde Indeed. Platin wäre mal nice. Und wen werden wir jetzt gescannt? Ich hoffe von den Sicherheitskräften nur. Ja, schaut so aus. Kann ich dieses Indeed alleine denn nicht irgendwie... Ups. Ah doch, das geht schon. Sammelt er das hoffentlich auch gar nicht mehr ein, als obwohl die gebündelt sind in der Übersicht. Jetzt schon. Oh Mann. Moment. Der Transit bringt uns nichts. Das können wir mal auf die Ignorierliste setzen. Achso, das haben wir noch nicht abgebaut. Einen kleinen Moment. Ups.
Okay, also Samarium haben wir jetzt gar nicht auf der Liste. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Vielleicht sollten wir es mal abbauen. Probieren wir es mal. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, was haben wir jetzt eigentlich schon? Das sind nur 2 Gold, okay. Der bringt uns nichts mehr. So, jetzt werden die Erzsucher und Sammler schon knapp allmählich. Auch nicht auf der Liste, die scheint aber recht veraltet zu sein, die ich hier eingesammelt habe. Okay. Ja, Indeed haben wir ja auf der Liste, soweit ich weiß. Also das können wir ja dann mal ignorieren getrost. Wow. Das ist knapp. Tresorium haben wir jetzt mal. Okay, dann schauen wir mal. Oh ja, das bringt was. Tresorium bringt wirklich was. Nice. Okay, der ist auch alle. Impressorium haben wir nochmal. Sehr schön. Ah, Platin. Nice. Osmium bringt, glaube ich, auch was, soweit ich das gesehen habe auf der Liste. Und jetzt müssen wir dann nachher nochmal kurz auf die Station zurück, um die Drohnen mal ein bisschen aufzufrischen. Das habe ich leider wirklich ein bisschen übersehen heute vom Start. Haben wir jetzt noch eine Collector Limpets oder sind die jetzt alle weg? Schade. Sind alle weg, glaube ich. Ja,
Na gut, auf manuell einsammeln habe ich jetzt echt keinen Bock. Das machen wir nicht. Dann würde ich vorschlagen, fliegen wir mal ganz kurz auf die Station zurück. Und korrigieren meinen Fehler von vorhin. Und dann kommen wir nochmal hierher. Gibt es eigentlich keine nähere kleine Station? Da gab es noch eine kleine Station auch. Ja, die ist noch weit. Okay. Kein Problem. Wir haben ja Zeit. Wieder Vollgas auf dem Antrieb, dass wir schön schnell zurückkommen. Ja, ist natürlich schade jetzt um die ganze Fracht, die wir liegen lassen müssen. Das sehe ich ganz genauso wie ihr. Aber wie gesagt, einzeln einsammeln, manuell. Wir haben es ja nicht eilig, würde ich vorschlagen, ne? Je mehr ich aufnehme, je mehr ich meine, desto mehr Folgen haben wir dann in Zukunft auch. Also das macht nichts. Aber die Folge ist jetzt noch nicht zu Ende. Also nicht, dass ihr euch Sorgen macht und jetzt wegschaltet. Geht gleich weiter. Nachdem wir engaged haben und neue Drohnen eingesammelt haben auf der Station, fliegen wir nochmal schnell zurück. Und dann geht's gleich wieder los. Das Komische ist, vielleicht könnt ihr mir das beantworten. Ich meine, das Kraftwerk zeigt mir jetzt bei meiner aktuellen Ausrüstung wirklich genug Energie an. Aber trotzdem fällt der zweite Mining Laser regelmäßig ab von der Energienutzung her. Und das bei voller Last auf Waffen. Verstehe ich nicht ganz, muss ich sagen. Schon etwas strange. Schon lange nicht mehr umgeschaut. Bisschen Zeit überbrücken. Ja, die ISP ist schon ein schönes Schiff von innen, ne? Beim Panoramadach hat was. Aber wie gesagt, auf Dauer werden wir wahrscheinlich auch was brauchen. Oder beziehungsweise die Optimierung brauchen, die uns Lars auch schon vorgeschlagen hatte bezüglich des Fittings. Von der ASP. Auch bezüglich Frachtraum und so. Also da werden wir schon ein bisschen was drehen müssen auf Dauer. Ich muss mir die Webseite, die Lars mir auch kommentiert hatte, nochmal genauer anschauen. Bei Gelegenheit. Vielleicht schaffe ich das im Urlaub jetzt mal. Oder wir machen das vielleicht auch im Livestream dann gemeinsam. Wenn ihr alle dabei seid, würde ich mich natürlich riesig freuen. Wann der genau kommt, kann ich euch leider nicht sagen, weil ich noch keine 10.000 Abonnenten habe und das noch nicht in meinem YouTube Live-Feed abfragen oder kommentieren kann. Deswegen werde ich euch kurz vorher in der letzten Folge vor dem Livestream nochmal über die Kommentare informieren. Ich hoffe, ihr seht es dann einigermaßen alle, die es sehen wollen. Thank you.
Nachdem sich ja Ostern nähert, frage ich mich, ob die Asteroiden wohl auch goldene Eier legen. Sollte man bei Frontier mal anfragen. Hörst du auf zu ruckeln? Der neuen Internetverbindung darf das nicht passieren. Bisschen tief, aber es geht. Gleich da unten. Okay, können wir gleich mal runterschalten hier. Alles auffüllen geht nicht. Warum muss ich da erweiterte Erwartung, oder? War das das? Ja, das war das. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, wie viel Frachtraum wir wirklich zur Verfügung haben. Und zwar 44. Also ungefähr, ja gut. 22, sowas mit Drohnen voll. Ne, 33. 33 mit Drohnen voll. Ja, das wäre eine gute Sache. Jetzt verkaufen wir nur mal ganz kurz das Gold und das andere Zeugs. Dass wir nicht gleich von Piraten wieder attackiert werden am Anfang. Was? Achso, na. Ja. Bringt ein bisschen was. Also 33 ist ein bisschen viel, würde ich sagen. Mal so 26. Frachtraum dürfte jetzt komplett leer sein, außer Drohnen, jawohl. Das passt. Und dann würde ich sagen, fahren wir gar nicht in den Hangar, sondern legen auch gleich wieder los. Kill your speed, not your credit balance. Also die minimalen Strafen nehme ich sogar gerne in Kauf. Ups. Ja. Ja, SP ist ein ganz schön fettes Teil, hä? Das muss man schon echt sagen. So innerhalb der Station. Jetzt hat er mich wieder rausgeschmissen hier. Ma. Ist eigentlich noch markiert. Achso, nee, hat er gar nicht. Ich habe mich nur gewundert, weil das Hologramm von der Station noch angezeigt wurde.
Also ich muss schon ganz ehrlich sagen, so von der Ausbeute her ist der LK7 schon echt ganz lässig von den Metallen her. Kann man echt nichts sagen. Gefällt mir gut. Ich hoffe euch auch. Ganz schön lahm unterwegs hier, ne? Ich werde jetzt mal Folgendes probieren, sobald wir da sind. Mir eben so ein Also wenn die Erzsucher Metalle finden, die mich jetzt gerade in dem Moment nicht so interessieren, werde ich die mal auslassen. Und mir den nächsten Asteroiden suchen. So. Dann suchen wir uns wieder den Dunklen raus, der war echt gut, meines Erachtens nach. Also der Tipp im Internet war hilfreich. Weil die Metalle, die wir jetzt gefunden hatten, waren ja jetzt partiell gar nicht so unwertvoll. Ups. Bisschen zu schnell. Aber wir leben. Wir haben 1% an Hülle verloren. Damit kann ich auch leben. Licht ist noch an. Gut. Oder wieder an. Da bist du. Scan detected. Ja, ja, dann siehst du halt alles. Ich hab eh nix. Ja, genau. Also Samarium wissen wir jetzt immer noch nicht, glaube ich. Programming Limpet Drone. Programming Limpet Drone. Wieder Energie auf die Waffen und dann legen wir auch gleich los. Eine 6. Fast eine 7. Malen nach Zahlen. Bei Elite Dangerous. Let's play Malen nach Zahlen. Cargo scoop deployed.
So, jetzt haben wir Samarium. Boah. Achso, das hat man glaube ich vorhin schon, oder? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich verwechsel teilweise echt die Metalle. Werde alt. Also, Indeed ist auf der Ignore-Liste, das ist okay. Palladium, Samarium ist okay. Metall. Realien sind mir jetzt momentan noch egal. Aber das schaut echt ganz gut aus, alles soweit. Also, lassen wir das mal einsammeln. Jetzt müssen wir nur gucken hier wegen dem Hopper. Okay, irgendwas mal rauslassen. Geht partiell nicht auf meine Liste mal wieder. Na gut, ich lasse jetzt einfach mal. Haben wir nur 12%. Palladium lasse ich ungern raus, weil das halt einfach wertvoll ist. Oh, das ging aber schnell. Gut, dann schauen wir uns den Kollegen mal an hier. Oder ist da schon was? Nö. Gut. Betranit brauchen wir tatsächlich nicht. Den können wir dann demnächst gleich auf die Ignore-Liste setzen. Achso, das ist schon auf der Ignore-Liste. Okay, gut. Also allmählich haben wir ein bisschen zu wenig Platz, kommt mir vor, ne? Was würdet ihr denn, wenn ihr an meiner Stelle wärt, so generell jetzt hier rausschmeißen? Das mit dem wenigsten Prozent oder das, was generell am wenigsten wert ist? Also ich bin mir da immer so ein bisschen unsicher, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich würde vorschlagen, wir machen jetzt einfach mal weiter hier. Leert sich ja dann auch wieder, wenn was raffineriert wird. Was machen denn meine Sammeldrohnen? Irgendwie laden die nichts ein. Bin jetzt gerade eben eingefallen. Oder aufgefallen, besser gesagt. Liegt es jetzt daran, dass es hier jetzt voll ist, oder? Das wird der Grund sein.
So, das haben wir jetzt mal raus. Das haben wir nicht raus, weil das ist was wert auf jeden Fall. Hau jetzt mal Gold und Silber raus. Ja, wobei, ich weiß nicht, was Bromelit wert ist. Das ist wieder das Problem. Ich muss mir da eine aktuellere Liste suchen. Oder kennt ihr eine Website, wo man das direkt nachschlagen kann? Systemtechnisch oder generell allgemein. Bromelit haben wir jetzt mal raus. Ja, das haben wir jetzt auch mal raus. Mein Palladium und Gold möchte ich schon haben. Ist irgendwie logisch, ne? Wieder nicht zugewiesen. Das ist der falsche, oder? Weil mein Bildschirm wieder abgeschmiert ist. Habe ich mich gedreht, so wie es ausschaut. Erzsucher, wo bist du? Da sind wir. Okay. Das gefällt mir jetzt schon besser. So in der Geschwindigkeit könnte das weitergehen, wenn wir einen größeren Frachtraum hätten. Absolut. Okay. Eat it. Schauen wir mal. Jetzt sammeln wir den Rest auch nochmal ein hier. Oh, also Palladium gefällt mir, muss ich sagen. Und auch der Rest ist nicht allzu schlecht. Jetzt schauen wir mal, was wir noch so in der Liste haben hier. Ja, dann lass man mal kurz einsammeln. Haben wir jetzt dieses Samarium, ja, das ist ja auch was wert. Ne? Das haben wir vorhin schon festgestellt. Palladium eben auch Gold. Ja, das ist alles gut. Ah, jetzt ist die Drohne kaputt. Dann können wir uns den Kollegen ja mal vornehmen hier? Oder was ist mit dem hier? Ne, das ist. Ne, nimm den. Ja, das ist nicht der Burner, ne? Ich würde sagen, dann nehmen wir gleich den nächsten. Der gefällt mir jetzt nicht so. Ich meine, Palladium ein bisschen, ja, aber... Hat ja auch Materialgehalt niedrig. Finde ich jetzt nicht so geil, muss ich sagen. Ja, jetzt weiß ich auch gar nicht ganz auswendig, wie weit man sich von diesen Sammeldrohnen entfernen darf, bis es zerreißt. Müsste ich nachschauen.
Wahrscheinlich ist es schlauer, sich erst für den Asteroiden zu entscheiden und dann die Sammeldrohnen rauszulassen. Also der ist auf jeden Fall hoch, hat Osmium und hat Palladium. Ja gut, und leider auch Galit, aber das werden wir gleich auf die Gnor-Liste setzen, sobald es raus ist. Achso, ist auch schon auf der Gnor-Liste, das haben wir anscheinend auch in der Vergangenheit schon gemacht oder vorhin schon gemacht. Wie gesagt, ich kann mir das immer so schwer merken. Ups. Sammeldrohnen werden jetzt wieder hilfreich. Ganz übersehen, die haben wir ja zerstört, wo wir vom letzten weggeflogen sind. Okay, das war's dann wieder mit dem Kollegen. Dann lassen wir den noch kurz einsammeln, bevor wir wieder wegfliegen. Damit sich's auch rentiert. Ja, Osmium nehmen wir gerne mit. Aber die halten nicht lang, oder? Auch wenn man in der Nähe bleibt. Ein kurzes Vergnügen. Kurzer Spaß mit den Kollegen Drohnen hier. Nee. Du nicht, du nie. Schauen wir uns den Kollegen da vorne mal an. Na gut. Aber jetzt. Samarium war ja was wert, haben wir gesagt gehabt. Ja. Dann würde ich vorschlagen, hauen wir mal die Limpet Drones raus. Ups, sorry. Und legen los.
Immer die zweite noch dazu. Lars, meintest du das übrigens mit den Zweien? Also, dass man die Zwei auf einmal rauslässt? Oder meintest du zwei Controller? Das muss man bitte noch Bescheid sagen in den nächsten Kommentaren. Das wäre nett. Oder kann man gar keine zwei Controller derselben Art in Form dieser Sammlerdrohnen haben? Aber ein größerer Hopper wäre, denke ich, schon sinnvoll. Wenn es den überhaupt gibt, ESP, muss man mal schauen. Also wir werden besser, würde ich sagen, ne? Allmählich rentiert sich das Lernen und das Ausprobieren beim Mining. Kriegen wir schon ein bisschen was zusammen hier. Mann, das geht natürlich noch deutlich besser, aber da arbeiten wir dran, ne? Mit euren Tipps und meiner Unbetuchtheit kriegen wir das hin. Ich kann mich nicht wegfliegen, weil sonst die Sammeldrohnen wieder kaputt gehen von der Distanz her. Aber jetzt haben sie es eh gleich. Was würde ich denn jetzt abwerfen, wenn jetzt ein Pirat kommen würde? Ohne. Denkst du, Marium? Ja, dann lassen wir sie mal schön einsammeln. Lang dauert es nicht mehr. Wir könnten ja mal zumindest den nächsten Asteroiden hier aneilen, der hier daneben ist. Das ist ja nicht so weit weg, dass es dann problematisch wird, denke ich mal. Nee, den finde ich tatsächlich schon wieder nicht so geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Reichweite überschritten. Das ist echt ein Problem mit der Reichweite, muss ich sagen. Also das finde ich ein bisschen doof. Weil die platzen echt relativ schnell, sobald man sich nur ein bisschen entfernt, gell? Von der Stelle. Na, wo ist denn mein kleiner Erdsucher? Ah. Galit.
Ja, nee. Irgendwie halt dann auch nicht. Er sammelt ja noch ein bisschen was ein. Nee, jetzt nicht mehr. Was ist denn mit dir hier? Du glänzendes Teil. Das Pressorium ist immer sehr ein geringer Anteil. Vielleicht ist es wirklich was wert, aber das ist immer so klein. Machen wir was anderes hier. Wir boosten mal so ein bisschen weiter vor Richtung Planet. Jetzt zerreißt uns die Sammeldrohnen gleich wieder. Ja, war klar. Ich würde sagen, wenn wir die verbraucht haben, dann gucken wir mal zurück auf die Station. Können wir noch mal schnell schauen, ob wir irgendwas bezüglich Hopper bzw. Raffinerie machen können. Ja. Aber niedrig, gell? Das bringt uns natürlich nicht so viel. Aber wir haben jetzt nicht mehr so viele. So viele Drohnen. Deswegen würde ich vorschlagen, und nehmen wir es jetzt trotzdem mal mit. Ups. Da hau ich schon das Mikrofon um. Nee. Natürlich muss der Frachtgreifer runter. Ganz klar. Meine Straßsteinchen im Schiff sind zwar bestimmt auch ganz nett. Wenn man jetzt weiblich wäre, bin ich aber nicht. Also somit habe ich es lieber im Frachtraum. Ja, das war zu befürchten, wie gesagt, zu groß. Vom Materialgehalt her war er nicht. Schauen wir uns gleich den hier an. Ich habe immer Angst, dass mir die Drohnen zerreißt. Echt doof, dass sie so eine geringe Reichweite haben. Das gefällt mir gar nicht. Indeed und Mittel. Ganz geil. Was ist mit dir? Ja, Samarium halt, ja. Aber auch wieder Mittel. Nee, wir haben nur noch zwei Sammeldrohnen übrig. Dann möchte ich jetzt mal wählerisch sein.
Programming Liquid Drone. Naja, bringt uns jetzt gerade mittelmäßig was. Ich würde sagen, wir hauen jetzt die letzte Sammeldrohne auch noch raus. Und machen den Asteroiden platt. Mit Schwung und Schmackes. Okay. Asteroid depleted und wir gucken noch mal kurz, wir haben wieder irgendwas nicht zugewiesen, sehe ich gerade. Ja, das ist das Prosodium wieder. Silber haben wir jetzt gar nicht gesammelt in der Folge, das hauen wir jetzt mal raus. Dann lassen wir den Freund Sammlerdrohne noch ein bisschen sammeln. Sodium haben wir jetzt mal. Ja, das bringt schon auch was, gell? Also so schlecht ist es nicht. Jetzt warten wir noch kurz, bis die Sammeldrohne entweder fertig ist oder platzt. Bevor wir dann weiter zur Station fliegen. Bumm macht das Mikrofon. Wenn man mit dem Headset und dem Kopf dagegen stößt. Also Koordination, Sammlerdrohnen und Entfernung. Wer da einen Tipp hat, ganz wichtig, bitte ab in die Kommentare damit, weil dann fahren wir auf jeden Fall in Zukunft besser, wenn wir hier mehr Informationen durch. Delka 7. Naja, der bringt's. Haben wir schon gesehen. Auf jeden Fall eine gute Sache hier. Die Tipps waren echt Gold wert. Oder Osmium. Okay, das war's dann auch schon. Das war's dann auch schon. Das Rest, was hier rumschwirrt, ist auf der Filterliste großräumig wahrscheinlich. Dann können wir jetzt hier auch. Zurückfliegen. Wieder Vollgas auf den Antrieb. Ja, die restlichen Drohnen, die noch irgendwo in der Nähe waren, zerreißt es natürlich jetzt, das ist klar. Aber das stört mich jetzt nicht im geringsten, um ehrlich zu sein, weil ich möchte auf die Station und gucken, was wir
wir so erreicht haben, beziehungsweise nicht nur was wir erreicht haben, sondern eben auch nochmal kurz in den Ausrüstungsdock schauen. Und auf geht's! Zurück in die Heimat! Haben wir schon wieder einiges dazugelernt zwischen den letzten ein, zwei Folgen. Dank euch und euren hilfreichen Kommentaren und eurem Feedback. Naja, so gar nicht so unerfolgreich. Wir haben ordentlich was eingesammelt, diesmal. Und das mit den Drohnen, da hätte man doch noch ein paar mehr mitnehmen können, weil wie gesagt, dadurch, dass man die natürlich auch verbrauchen wird, auch wieder Frachtraum frei. Das habe ich natürlich nur bedingt bedacht. Aber generell braucht man natürlich größere Frachträume. Das ist ganz klar. Brauchen wir auch gleich nochmal. Und das mit den Drohnen müssen wir noch optimieren, mit den Sammeldrohnen. Weil das, da bin ich absolut maximalst unzufrieden damit aktuell. Sollen wir, Gary? Sind wir gleich wieder da? Schauen wir mal, ob wir noch optimieren können in der Folge.
Nummer 15. Alles klaro. Wird gemacht, Ma'am. Vorne ist 15, wunderbar. Das ist wieder so ein schöner Landing Tower davor, dass man nicht früh genug runtergehen kann. Das ist immer super zum manuell landen. Ja, ja. Boom. Selber schuld, wenn ihr das Ding da hinbaut. Ah! Hallo? Hatte ich nicht vor. Ich möchte einfach nur 15. Ja, Schub rückwärts könnte auch ein bisschen schneller funktionieren. Wie gesagt, die ASP ist schon, also für alle, die sich überlegen, sie jetzt sich zuzulegen, in Stationen recht behäbig. Dessen muss man sich durchaus bewusst sein. Aber halb so wild, mit ein bisschen Übung bekommt man es ganz gut hin. Ich auch noch in Zukunft. So, diesmal haben wir nicht mal großartigen Schaden genommen, nur optisch. Den können wir natürlich auch noch schnell. Achso. Anonymisierungsprotokollen geblockt. Eine Strafen. Achso, weil ich den Turm jetzt angerempelt habe, oder wie? Ihr seid ja witzige Zahlen. Ja, dann baut den da noch hin. Er steht doch jedem im Weg. Wahnsinn. So, Lack reparieren. Da passt alles. Und auffüllen. Unsere Drohnen natürlich. Jetzt machen wir ein bisschen mehr. So können wir jetzt gerade noch nicht, weil wir den Frachtraum noch voll haben. Okay, das ändern wir natürlich auch noch schnell im Warenmarkt. So, ein Goldhammer. Incoming Message. Schauen wir uns auch gleich an, die Message. Beim Marium haben wir einiges gesammelt. Das bringt über 100.000. Das ist doch schon mal ganz nice für den Anfang. Das war es, glaube ich, auch schon. Ja. Okay. Achso, jetzt können wir hier noch alles aufhören und reparieren. Die Fracht ist leer. Die ist okay, die lassen wir mal so, wie sie ist. So unerfolgreich sind unsere Filtereinstellungen aktuell. Ja, gar nicht, würde ich sagen. Dann können wir jetzt die Drohnen noch auffüllen. Da haben wir jetzt diesmal wirklich ein bisschen mehr fürs nächste Mal praktisch. Ah. Wirklich 33? Okay, sehr gut. Und jetzt wollt ihr noch ganz kurz in den Ausrüstungsdock. Das mit dem Kraftwerk und der Energie verstehe ich, wie gesagt, auch noch nicht so ganz. Dass mein Laser da, obwohl er den vollen Energieschub hat, nachlässt der zweite immer. Vielleicht könnt ihr mir dazu auch noch was sagen, das wäre natürlich cool.
Da haben wir schon den höchsten für die Stufe drin. Hier auch wahrscheinlich. Ja. Ist auch der größte tatsächlich. Hier hat man noch einen 64er. Ja, das ist natürlich deutlich interessanter. Das macht wesentlich mehr Sinn. Dann können wir nämlich auch noch gleich mehr Drohnen einladen. Für die nächste Runde praktisch. Nummer 76. Ja, würde ich sagen, machen wir mal so 50 Drohnen oder so für den Anfang. Das ist, glaube ich, ganz okay. Ist schon mal deutlich besser als jetzt. Dann könnten wir nochmal wegen der Raffinerie schauen. Aber da sind wir schon ganz gut aufgestellt für die ISP, so wie es ausschaut. Mit 6 Behältern. Okay. Da wird es dann wahrscheinlich irgendwann Zeit für ein weiteres Schiff. Aber natürlich haben wir die Kohle momentan noch nicht, weil wir uns erst im Mining verbessern wollen. Es sei denn, ihr wollt natürlich auch mal wieder was anderes sehen außer Mining. Dann könnte man das natürlich auch gerne mit. Genau. Ja, in der nächsten Folge geht es dann wieder weiter rund um die Asteroiden und ich möchte mich herzlich bei euch bedanken fürs Zuschauen, dass ihr wieder dabei wart und eingeschaltet habt. Bewerten und kommentieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Fly safe, euer Dangerous LP.